Wer bist du? Ihr Name ist Cat. Die Gebärdensprache Cat, wen der Narbe an den Lippen. Mhm. Okay. Du? Ich bin Björn. Mhm. Und viele nennen mich Bobby. Mhm. Die Gebärdensprache Bobby. Wegen dem Bart. Mhm. Ja. Oh, jetzt müssen wir kurz Pause machen. Mhm. Pause? Lass es laufen. Lass es laufen, ich glaube weiter. Okay. Oh, gute Frage. Wie beide kennengelernt? Also das wissen wir nicht. Die hat vermutet durch meine Ex-Frau. Aber ich denke mal, weil ich Veranstaltungen gemacht habe, ist sie ab und zu mal vorbeigekommen. Und, also viele kennen mich ja und deswegen... glaube ich auch Veranstaltung. Ja, du, obwohl ja bei mir. Oh. Die lebt in Berlin, hat eine Freundin, die macht Musik. Also vor 20 Jahren wollte ich die Mutti machen. Mhm. Ja oder doch nicht, ja oder doch nicht. Ich hatte Zweifel gehabt damals und so. Mhm. Bis 2013, dann hat die richtig angefangen. Mhm. Und die Leute gesagt, guck mal, die Gehörlosen kennen das auch. Und deswegen hat das auch geklappt mit dem Musik von ihr. Mhm. Ja, also ich war einmal oder zweimal beim Auftritt gewesen bei ihr und ich möchte die helfen, wenn es um Verträge geht, wenn es um Geld geht und auch wenn es um Technik geht. Weil die ist ja gehörlos und meinten, wenn wir hingehen, ist keine Monitorbox irgendwo und haben mir gebeten, bitte lauter, bitte. Weil ich bin ja schwerhörig, ich kann ja zwar hören und deswegen manchmal so Leiter, lauter, Leiter. Wir arbeiten dann und deswegen manage ich für die und auch beim E-Mail schreiben, weil ich kann ein bisschen besser Deutsch schreiben und auch telefonieren für die und so. Janten und der Mike, also der hat auch Hip-Hopper, die gucken immer und erklären die. Und die zählt immer. 1, 2, 3, 4 und in 1 bis 4 ist dieser Rhythmus und 1 bis 4 ist die Wiederholung der Rhythmus. Der hohe, also hohe Töne nimmt die nicht wahr. Aber Bässe. Die Bässe, ja. Also erstmal wichtig, die muss überlegen, welche Beat anpasst mit den Themen. Mut, traurig, Liebe, das muss die erstmal gucken. Und die hat auch so ein paar Tests durchgeführt und gespürt, nee, das passt nicht, das passt nicht. Und dann irgendwann ein anderes Beat, ja, das ist meine Vorstellung. Ich habe vorhin so ein Schießer oder so eine Sirene immer, Piu! Die wollte ein Geräusch haben, wie auf den Tisch hauen. Auf den Tisch schauen. Ja, dort richtig. Weil es war vorhin wie eine Sirene. Mit so einem Laserschutz mit. Ne? Und das muss weg. Das muss weg. Dann baue ich eben ein Mikro auf und dann können wir es aufnehmen. Gerne.
Mai hat gefunden, bei ihr passt den Drum besser. Mhm. Gitarre nicht so ganz, Geige nicht so. Und Mike weiß auch der Inhalt von dem Tape. Und dann zeigt er, das glaube ich passt. Und dann hört Cat oder spielt Cat. Ja, danke. Mein Name ist Liquid Walker und ich bin Rapper aus Berlin. Mike ist auch mein Name, aber im Zusammenhang mit Musik kennen mich die Leute eher unter dem Namen Liquid Walker. Ja, mein Gebärdenname ist der, den ich von Kat bekommen habe und der ist... Wir können uns alle denken, warum. Genau. Für mich war das jetzt auch, als ich Kat kennengelernt habe, nochmal eine neue Offenbarung zu sehen, ey, es gibt so viele verschiedene Arten der Kommunikation und der Sprache auf dieser Welt. Nein. Also grundlegend ist das so, dass wir uns bei simplen Sachen, wie man das so schön sagt, mit Hand und Fuß verständigen. Sie versucht halt auch auf mich einzugehen, indem sie halt dann selbst bei Sachen, die, wo sie wahrscheinlich weiß, das sind jetzt die einfachsten Gebärden der Welt, versucht irgendwie irgendwas zu verwenden, was für mich vielleicht in dem Moment logischer erscheint. Manchmal gab es auch Situationen, da hatten wir keinen Zettel und keinen Stift und dann stehen wir im Studio nebeneinander und schreiben so WhatsApp-Nachrichten. Vielen Dank. Gerne. Also früher konnte ich die Musik überhaupt nicht leiden. Dann hat die einen Zeitentrickfilm geguckt und die Schwester hat umgeschaltet. Dann kam die Musik dann und da war die richtig so, ey, ich bin taub, ich kann nicht hören. Du kannst nicht hören. Dann hat die lauter gedreht und dann hat die geguckt, was ist denn das für Musik? Und zum Beispiel Rock oder Popmusik, das gleiche, aber stimmt nicht. Dann hat die gemerkt, Rock und Pop ist anders. Aha. Was ist der Unterschied zwischen Pop und Rock? Pop kann die du Rhythmus spüren, mhm, und bei Rock nicht so ganz. Mhm. Und dann hat die Hip-Hop entdeckt. Aha. Wow, mehr. Also, die kann zwar nicht hören, aber es gibt so Musiktexte. Mhm. Wenn man CD kauft, dann guckt sie, oh. Die da immer raussprechen, gegen Politik, gegen das und das. Per Laptop, Texte reinschmelzen. Aber Deutsch oder Grammatik ganz schlimm, also bei Gehörlücken. Und der Mike hat dann korrigiert. Was war das? Reimen und so weiter. Gehörlücken kennt das nicht, ja. Reimen. Und deswegen hat Mike geholfen und so. Jetzt mal als ganz simples Beispiel, wenn jemand was schreibt in Gebärdensprache, dann würde der jetzt beispielsweise, glaube ich, nicht sagen, ich werde heute in die Stadt gehen, sondern ich heute gehe in Stadt. So hat natürlich Kat dann auch ihre Texte aufgeschrieben und mein Job war es dann im Endeffekt, das Ganze einfach nur in eine Struktur zu bringen. Dann habe ich das umgeschrieben, dann musste man gucken, okay, wie kann man das machen, dass man quasi am Ende des Takts, so wie man, wenn man rappt, auch ein Rhyme auf die Snare packt, dass man genau am Ende, dass man boom, boom, tschack, weißt du, dass man genau am Ende halt auch eine Gebärde hat, so dass das quasi, dass das visuell auch float. Was ich im Spiegel sehe, mag ich und doch feier ich meinen Style. Aber die Leute auf der Straße reden, haben alle keine Peilung. Zum Glück müssen solche Menschen nicht meine Freunde sein. Egal wie teuer der Schuh ist, scheiße, trittst du ein Hundehäulchen rein. Was ich im Spiegel sehe, mag ich und doch feier ich meinen Style. Aber die Leute auf der Straße reden, haben alle keine Peilung. Zum Glück müssen solche Menschen nicht meine Freunde sein. Egal wie teuer der Schuh ist, scheiße, trittst du ein Hundehäulchen rein. Ja, dann hatten wir halt noch eine Rapperin, die dann die Texte quasi gerappt hat und das sozusagen bei den Live-Shows für die Hörenden dann untertitelt hat. Aber ich wundere mich auch, Janten, die Stimme, mit aber einer hohen Stimme. Wie nimmst du die wahr? Ah, okay. Die Rhythmus
Da steht die immer 1, 2, 3. Mhm. Dann weiß die genau, wann die Stimme anfängt zu singen. Und dann macht die Hip-Hop. Als die meinten, die Hörl und die Bette spielen. Mhm. Und nach der Weile, die spielt noch im Kopf. Mhm. Die Fuß ist hier Hilfsmittel und dann die Rhythmus im Kopf. Also wenn die im Alter trauten, die fehlt überall. Die spielt im Auto vorbeiraten und irgendein Geräusch. Die braucht Gefühle, die braucht Spürung. Und also so bei ihr, die will was spüren. Mhm. Also wenn, es ist jemanden hier auf der Welt. Kannst du noch dieses Fingeralphabet? Mhm. Mach mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Jemanden, der das wertvoll. Das ist unsere Kommunikation. Zum Beispiel bei Hören, du musst sprechen können. Umgekehrt. Mach du mal ohne Stimme. Ja, das Gleiche. Ohne Gebärdensprache geht nicht. Der Hörende macht Musik und macht Schauspielerei. Die schaffen alle. Die Gehörlosen haben Träume und die wollen Musik machen und Schauspieler werden. Die haben die Barriere. Mhm. Und sie. Kate weiß ganz genau, alle können das. Aber es werden nur bei Hörenden gefördert und die Gehörlosen werden abgewimmelt. X, Y, Z. Super. Du lernst schnell. Aber auch wichtig, dass du Kontakt hast mit Gehörlosen. Ja. Weil ohne Kontakte vergisst du, wie bei der Schule, Englisch lernen und dann. Beispiel.
Das war Maria da, aber die kommt zurecht. Und die meint, höre Namen operieren. Mhm. Wenn Cat zum Beispiel zu einer Verkäuferin geht, mhm, ich will was kaufen in Sprache. Und mhm, die, was meinte? Dann hat sie auch Barriere. Mhm. Also die kommt schon zurecht. Mhm. Stark. Ja. Also ich bin schon viel weiter auf der ganzen Welt. Und ich will bei ihr versuchen, mhm, auch weltbekannt machen. Und deswegen wünsche ich mir, dass die internationale Gebärdensprache lernt und die Musiktexte mal vielleicht umschreiben in Englisch. Und das wollen wir ab jetzt vorbereiten und arbeiten, damit die auch weltbekannt wird. Die internationale Gebärdensprache ist weniger, mhm, als eine deutsche Gebärdensprache. 8000 Wörter gibt es. Mhm. Und bei internationaler Gebärdensprache ist jetzt im Moment die Mona noch nicht bestätigt worden. Dann kann ich dir nicht sagen. Okay. Also sieht so aus, dass weniger gebärdet wird als deutsche Gebärdensprache. Aha. Hip-Hop geht vielleicht noch ein Stück weiter, als ihr bisher sogar gedacht habt. Ne? Ich hoffe, dass sie das schafft, so eine Brücke zu bilden und dass sie den Gehörlosen so ein bisschen zeigen kann, okay, auch wenn an dieser oder jener Stelle erstmal keine Barrierefreiheit zu sein scheint, überschreite einfach die Grenzen, auch wenn du gedacht hast, dass es nicht geht, weil das ist genau das, was sie macht und was sie machen muss. Gebärdensprache gibt uns Diamanthände, sie machen uns glücklich, Diamanthände, sie drücken unsere Gefühle aus, Diamanthände, sie lieben uns auf ewig, Diamanthände. Gebärdensprache gibt uns Diamanthände, sie machen uns glücklich, Diamanthände, sie drücken unsere Gefühle aus, Diamanthände, sie lieben uns auf ewig, Diamanthände. Wir haben genug davon, uns an jeden Hörenden anzupassen, sich an den Gehörlosen anzupassen, schon mal daran gedacht. Aufwachsende Gehörlose sprechen für alle mit dem Mund, aber niemand dreht für uns die Anpassung um. Sieh, denn niemand, welche Mühe wir uns machen. Wir haben dir unseren Mund zu geben und du gibst was? Bis heute gibt es Hindernisse, auch so Wichtiges muss man warten. Warten wir auf Barrierefreiheit dennoch 100 Jahre? Sieh doch, wie die Barrieren uns krank machen. Und die anderen haben immer Erfolg eingesagt. Wir haben bei unseren Träumen keinen Erfolg. Ach komm, jeder muss doch seinen Traum verfolgen. Wir haben doch immer gezeigt, dass auch wir das können. Hallo, warum schaut keiner bei unseren Barrieren hin? Das nervt uns echt völlig im Überdruss. Schon seit vielen Jahren haben wir genug und jetzt Schluss. Gebärdensprache gibt uns Diamanthände, sie machen uns glücklich, Diamanthände, sie drücken unsere Gefühle aus, Diamanthände, sie lieben uns auf ewig, Diamanthände. Gebärdensprache gibt uns Diamanthände, sie machen uns glücklich, Diamanthände, sie drücken unsere Gefühle aus, Diamanthände, sie lieben uns auf ewig, Diamanthände.